Hey, Schnurrschnur, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Den Schnurrschnur 5 und Mr. Schurschman und ich und mein Hals tut weh. Und hey, sowas ist unhöflich. Nur mal so. Wow, das ist auch unhöflich. Was mit solchen Morgensternen um sich zu werfen. Nur mal, wow, hallo. Good day, good sir. Mir ist sowieso mal aufgefallen, andauernd, wenn ich hier in so einem Schloss bin, sind die Secrets irgendwo ziemlich krass versteckt. Close enough. So. Oh. War klar. Hätte ich mitrechnen müssen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Doktor. Wow. Okay, das war wenigstens Nummer 1. The fuck? Boing. Boing. Yes. Duken? Fuck. Gib mir. Dankeschön. Thank you. Shit. Double shit. Nein. Yes. Warum soll ich... Na gut. Du wirst schon deine Gründe haben. Spiel! Ich wusste, das Spiel hat seine Gründe. Ich habe ihm nie misstraut. So. Aber ich keine Ahnung, warum das Schloss halb draußen ist. Es geht, Digga. Es geht. Death Pokey! Blech! Doink! Death Pokey ist irgendwie toll. Ich weiß nicht warum. There's something I like. Friss Müll! Skelet Pokey Toad! Gib mir das. Das ist der Geil! Ah ja, stimmt. Wir könnten jetzt hier auch in eine andere Welt Scheiße! Ich hab ganz vergessen, dass das existiert. Eieiei, das habe ich ganz vergessen. Oh Mann! Wir müssen nochmal zurück, Leute. Wir müssen erstmal Welt 4 freischalten. Außerdem sind wir hier zwar komplett, aber da fehlt was. In diesem scheiß Level nämlich. Okay, ich guck nochmal nach. Ich guck nochmal nach, ob ich's finde. Ich hasse dieses Level hier. Ich hasse es! Lasst mich in Ruhe! Ihr Freaks! Nein! Füße! Fick dich, fick dich. Pilz, dankeschön. Irgendwo muss hier ein Geheimausgang sein. Ich spucke andauernd auf mein DS, das ist nicht schön. Ich wünschte, ich könnte die da töten irgendwie. Aber Feuer mit Feuer funktioniert nicht so gut. Warum auch immer? Mann, wo war denn das? Geh mal drauf, danke. Wie war das noch gleich? Oh Mann. Jetzt schaffen sie es hier wieder nicht hoch, wa? Sie sind einfach...
Hier muss doch irgendwo was sein. Was würde ich nicht alles geben, um für die Fähigkeit nach oben zu gucken? Bleib da. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du... Bleib, 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 bleib. Okay. Was ist nur das hier? Das bringt mir irgendwo nichts. Na, hier unten sind auch welche, aber... Ich gehe nochmal den Geheimweg hier. Den da unten. Ihr wisst schon. Ganz Moment mal. Tot. Okay. Zu Protokoll hinzugefügt. Da unten ist tot. Komplett tot und Verdammnis. Wollen wir also nicht hin. Wollen wir also nichts mit zu tun haben. Dann gucke ich mir... Gucke ich mir Option Nummer 2 an. Ich habe ja Option, wie immer. Tschö, tschö. Ja, was willst du tun, hä? Ich bin hier unten. Ich bin hier unten, du Sack. So. Hier war auch nochmal so ein Penner. Der Penner, um genau zu sein. Und ich hasse ihn. Just so gesagt. Fuck this level. Ich hasse dieses Level. Nur mal so, wenn ich irgendwann mal rauskriege. Es steht hier unter komplett, also ist mir das jetzt gerade scheiße geworden. So, das heißt, wir brauchen einen Mini-Mushroom. Ich muss den Boss mit Mini-Mushroom besiegen. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht, meine Freunde. Das wird absolut nicht leicht. Das wird absolut nicht leicht. Und da blicke ich auch nicht sonderlich zuversichtlich drauf. Macht nichts, ich bin ab gleich sowieso klein und unbedeutend. Immerhin haben wir hier einen Safe Point. Flump. Haha! Egal! Ich bin da sowieso winzig. Aber nochmal die Zeit genießen, wo wir es nicht sind. Nein! Nein! Seil hat mich verarscht! Das Seil hat mich betrogen! Warum auch immer. Ist nicht fair. Das Seil ist nicht nett. Es gibt gutes Seil, es gibt böses Seil. Es ist die neue Daily Soap. Läuft direkt nach gute, schlechten, schlechte, guten. Na komm mal her. Riesige Metallkugel des Todes. Wir sind doch alle cool. Außer die Metallkugel hier. Die ist nicht cool. So. Dann wollen wir das Ganze mal angehen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin cool. Das wird irgendwie... Der Gegner wird zwar 10.000 Hits brauchen, gefühlt, aber... Wat muttert mut? Meine Freunde, wat muttert mut? Wir dürfen uns nur von seinem Blach nicht erwischen lassen. Und dann mit ein paar gezielten Stampfattacken sollte das funktionieren. Hier hinzukommen ist nicht mal das Problem. Oh je. Hitboxes! Hitboxes! Boxes! Fuck them! Fuck, was soll denn der Scheiß? Ich hab den doch getroffen da gerade. Jetzt wird jemand nicht pingliger als der Papst. Na, ganz ehrlich. Jetzt wird jemand nicht soßig. Hitboxes! Geh da wieder rein. Du fettes Stück Klempner. Mann, Mann, Mann. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Gut, dass ich so viele Leben habe. So. Dann halt so, wenn wir schneller sind, kann uns das Ganze mal.
Ich hab irgendwas im Auge. Sim-Sim-Sabada! Richtig, Sim-Sim-Sabada. Ihr wisst genau, was ich damit meine. So. Ich protestiere, dass mich diese Kugel hier gleich töten wird. Aber irgendwas ist es schließlich immer. So, versuchen wir es nochmal. Nochmal von vorn. Mit Contenant. Komm her. Blach. So. Das kann ja was werden. Einmal. Oh, achso, okay. Nein! Warum wollte ich das? Ich Idiot! Ich Idiot! Mann, ich will die vierte Welt wenigstens schon mal freischalten, sodass wir wenigstens einfach laufen können, wisst ihr? Oh boy. Ich bin so ein Idiot. Warum rech ich jetzt eigentlich als klein rum? Wem will ich eigentlich was beweisen? Euch? Ihr wisst, dass ich ein Noob bin. So. Wie kannst du überhaupt rollen? Müsste das Ding nicht eigentlich irgendwann an Power verlieren und aufhören zu rollen? Ich meine, es stößt ja immer nur dagegen. Ich glaube nicht, dass das dann genug Gegenwucht einlöst, was dann sagt so, ja, flieg mal zurück. Schwabbel mal wieder zurück. Mach mal, was du für richtig hältst. So, ich fange jetzt schon wieder an, mich nicht zu konzentrieren. Und das ist definitiv nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass das hier vernünftig gemacht wird. Mit Leskill. So. Komm her, Death Pokey. Ich mach dich kaputt. Alter, wie er da hochgucken muss. Schließlich ist mein Gegner etwas, was 10-mal größer ist als ich. Fuck you. Nein! Du blöder Penner. Ja, dann du mich auch. Zwei. Du Sackgesicht. Blach. So hört man die Musik wenigstens mal. Nein, 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 nein. Okay. Ganz groß, ne? Da lasse ich die Finger von. Du Sack. Okay. Okay, das war knapp. Okay, das war einfach nur knapp. Ich lebe noch. Noch sind wir im Spiel. Wieder hier? Nee. Alter, du Arsch. Jukes. Yes. Death. Tot. Zerstört. Phew. Ich bin schon mal vorgelaufen, ihr Säcke! Speichern. Gespeichert. Trotzdem machen wir erstmal natürlich Welt 3, so wie es sich gehört. Warum sollten wir irgendwas anderes machen als nicht Welt 3? Die Welt am Strand. Wie praktisch, das erste ist ein Wasserlevel und wir sind Mini. Wie praktisch. Und es gibt Godzilla-Cheep-Cheeps. Sehr schön. Passt ja. Ich bin ja nur 20.000 Mal so klein wie die. Normales Cheep-Cheep eventuell. Kein Dings, ernsthaft kein Pilz. Nein! Okay, okay. Ich kann jetzt sagen, das war Absicht. Jetzt habe ich nämlich wieder drei Bomben. Nee, ich bin normal groß. Ich kann vielleicht auch normal schwimmen, weil Mini-Mario ist äußerst ungelegen für sowas. So, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich glaube, das Spiel hört auf mich. Ich glaube, das Mikrofon richtet sich danach aus, was der sagt. Was ich sage, einfach so... Ja, Mini-Pilz wäre jetzt sehr unpassend. Was kriege ich? Mini-Pilz. Piss dich, du Vieh. So.
Nein! Alles deine Schuld, Omega Cheap. Ernsthaft, nach der Kleinigkeit ein Safe Point? Oh nö, oh nö, oh nö! Das war klar. Das ist eine super Münze. Eine super geile Münze. Und ist zum Glück auch die erste. Da ist die zweite. Ah! Gott! Das sieht aus wie ein Space Invader oder ein Mega Man Helm. Eins von beiden. Okay. Geh weg! Ich will nichts mit dir zu tun haben. Warum will ich nichts mit dir zu tun haben? Frag deinen Bruder. Dein Bruder hat mir das erzählt. So. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Rules of Nature. One up! Geil! Yes! Yes, geil! Das ist so geil! Machen wir das andere Level auch gleich noch. Wir haben ja wieder ein paar Münzen übrig, also können wir auch mal wieder Geld ausgeben. Ja, speichern dürfen wir auch. Siehst ja, komm, nachher, wenn ich speichern möchte, kann ich nicht speichern. Und das wäre dann sehr, sehr nervig. Ach du Heiliger. Ich erinnere mich an das Level, glaube ich. Oh ja, es war halb unter Wasser, halb... Todesbomben-kackende Wasserläufer. Mein Liebling. Münze, hab sie gesehen. Boing. Oder auch nicht. Moment. Okay, Donny. Ich habe noch keine Münze bislang. Aber muss ja nichts heißen. Wir haben ja vorhin die ganzen auch erst sehr spät gefunden. Mir ist übrigens mal was aufgefallen, wenn ich mir mal so die neueren 2D-Mario-Spiele angeguckt habe. Irgendwie sind die Secrets ziemlich offensichtlich geworden, dass die Sachen einfach irgendwo in Wände gepackt werden. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Haha! Ausgesperrt, du Penner. Wow. Ja, danke, da wollte ich eigentlich sowieso eine haben. Dankeschön. War das Nummer 1? Das war Nummer 1, Heiliger. So spät. Ein Mini-Mushroom? Ich hoffe, ich brauche den jetzt nicht. Also hierfür nicht. Wow. Swear. Okay. Geh hoch! Mann! So. Ich brauch's doch. Hab ich recht? Ich hab recht. Und komm jetzt wahrscheinlich da gar nicht ran. Das ist jetzt sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Ernsthaft? Okay. Kurz gepanikt so ein bisschen. Weil eigentlich hatte ich nur noch vor, diese Folge hier aufzunehmen. Mir fehlt eine Münze und ich... Dreimal darf ich raten, wo die ist. Das heißt, ich muss ja A, nochmal rein und heißt B, ich müsste noch eine Folge machen im Grunde, weil ich hier nicht speichern kann. Wie uncool. Es sei denn, ich kann hier noch speichern, was ich jetzt mal nicht glaube. Glaube, Trotter. Na. Yes! Schön. Nicht. Hätte mal meinen vorher eingesetzt, ey.
Nee, ich darf nicht speichern. Das heißt, ich muss noch eine Folge aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.